Heute sind wir beim Buchstaben V angekommen und ich habe mir gedacht, V steht für Veranstaltungen. Und ich muss sagen, dass ich mich auf das Thema wahnsinnig freue, weil ich finde, dass bei dem Thema eigentlich sehr viel Grundsätzliches rund um Nachhaltigkeit zusammenkommt und man das alles irgendwie noch ganz gut wiederholen kann, was ich vor einem Jahr eigentlich angefangen habe zu sagen, obwohl in dem Jahr auch viel passiert ist und ich viel dazu gelernt habe, aber so Grundsätzlichkeiten kommen in dem Thema irgendwie gut zusammen. Genau, und dann würde ich jetzt einfach ohne große Ankündigungen und Erklärungen in das Thema einsteigen. Ich versuche, so gut wie möglich alle Bedürfnisse zu decken, weil Veranstaltung ist ja wie gesagt sehr groß. Das kann eine kleine Geburtstagsparty sein, das kann eine große Hochzeit sein, aber es kann auch eine Veranstaltung für 2000, 20.000 Menschen sein. Und ich würde dann schauen, dass ich alles so ein bisschen abdecke. Aber natürlich ist es vielleicht für euch ein bisschen interessanter, was so im kleinen Rahmen zu tun ist und sicher wird euch das meiste auch gar nicht so überraschen, aber es ist ja immer ganz gut, das gebündelt nochmal aufgezählt zu bekommen. Mandy ist da, das finde ich schön. Jetzt halte ich mich wieder auf, ne? Ja, so ist das immer. Also, ich fange einfach mal bei Deko an, weil das mein erster Punkt ist. Also, wie ihr euch denken könnt, ist das Deko-Ding bei Partys und Veranstaltungen oft ein Problem, weil oft Luftballons benutzt werden, Konfetti, Blumen, also Schnittblumen, was umwelttechnisch schade ist, weil die Blumen dann danach einfach wieder absterben und da bin ich eigentlich schon beim ersten Punkt. Also Deko ist vielleicht dann doch relativ schnell abgehandelt, wenn es geht, auf Luftballons zu verzichten, weil die sind in keiner Art und Weise in irgendeiner Form umweltfreundlich, hilfreich oder wieder zu verwenden. Sie steigen in die Luft, platzen und dann fallen sie irgendwo wieder runter. Und ich hatte tatsächlich letztes Jahr ein ziemlich doofes Erlebnis, da war ich in Polen in den Masuren mit meiner Familie und bin durch den Wald spaziert, was eh traurig war, weil der ganz schön ausgerodet wurde und da sehr viel Brachfläche war und wenig nachgepflanzt wurde. Und dann an einem kleinen See sah ich so einen riesen goldenen Schimmer und das waren wirklich 10 Luftballons aus so goldenem Plastik-Dings-Will, die im See gelandet sind. Und daran sieht man mal, wir waren wirklich im Nirgendwo. Die sind halt ein bisschen geflogen und dann sind sie zerplatzt und runtergefallen und lagen dann in dem See. Und die Tiere können sich darin auf jeden Fall verfangen. Gut, keine Luftballons. Genau, Blumen. Wir hatten ja gestern das Thema Upcycling und ich hatte euch auch gezeigt, was zum Beispiel ziemlich schön ist, was halt ein bisschen aufwendiger ist, aber man kann Konserven zum Beispiel aufbehalten, Erde reintun und diese Pflanze hier produziert Ableger wie nix. Da kann man, genau, kann man Ableger reintun und dann hat man irgendwie eine schöne Deko. Es sieht nach Pflanze und Natur aus, aber danach könnten sich die Gäste das zum Beispiel mitnehmen. Da sind wir auch dann später beim Thema Gastgeschenke. Das ist zum Beispiel eine ganz nette Idee. Oder allgemein kleine Blumentöpfe. Auch die kann man dann eben weiter verschenken. Genau, also einfach das zu bedenken, was passiert mit den Deko-Elementen, wenn sie nicht mehr dekorieren, wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben. Genau, eine andere Idee wären auch Wimpel aus Stoffresten, aber auch da, das braucht Zeit, ne? Je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist, muss das hergenäht werden und hergestellt werden. Aber da gibt es ja dann auch bei Pinterest und allen möglichen Ideen, wie es vielleicht auch Deko für Faule, da wäre ich wahrscheinlich die Zielgruppe für, genau, wie man das lösen kann. Dann ein viel wichtiger, also nicht wichtiger, aber ein größeres Thema ist das Essen, weil da geht ja bei Veranstaltungen ziemlich oft drum, was gibt's zu essen, wie viel schmeckt es? Und da ist natürlich das Erste, was ganz, 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 ganz wichtig ist, kein Einweggeschirr zu verwenden. Ich denke, das ist den meisten bewusst. Und ich denke, die meisten sagen ja, aber es gibt auch Einweggeschirr aus Zuckerrohr und
Bambus und Palmblättern und was es nicht alles gibt. Das stimmt, das ist, glaube ich, es ist immer noch besser als Plastik. Aber die, wie sagt man, die Kühe wäre es tatsächlich, Geschirr zu mieten und ja, Geschirr und Gläser zu mieten. Das ist natürlich, es kommt darauf an, wahrscheinlich etwas kostspieliger. Das muss man bedenken, das stimmt. Aber das Gute ist, es gibt eben Services, die das dann auch wieder abholen und reinigen, sodass man da gar nicht so viel Arbeit hat. Weil ein Weggeschirr muss man ja auch einsammeln und wegschmeißen und ist ja voll anstrengend. Genau, also man kann Geschirr und Gläser auch mieten. Dann, wenn das Buffet dann steht, nee. Die Beauftragung des Buffets ist, natürlich wäre es gut, wenn man regionale Dienstleister findet, die saisonale Gerichte anbieten und im besten Fall natürlich auch Bio. Aber auch da sehe ich ein, dass es das auch oft ein Budgetding ist, aber trotzdem wäre es immer die Recherche wert, würde ich mal sagen, weil Bio muss nicht immer teurer sein und Dienstleister, die kurze Anfahrtswege haben, sind vielleicht auch wirklich gut bezahlbar. Und ich würde auf jeden Fall auf Regionalität und Saisonalität achten. Es sei denn natürlich, es gibt immer irgendwelche Gerichte, die man sich vorstellt und es gibt einfach viele Gemüsesorten, die nicht immer Saison haben, dann muss man schauen, aber wenigstens Bio und eben die Anfahrtswege. Da komme ich später nochmal drauf zurück, aber das wäre ein wichtiger Punkt. Und meistens gibt es ja Buffet und auch da ist die Planung wirklich super, super wichtig, weil Lebensmittelverschwendung ein riesen, riesen Thema ist und natürlich die größte Lebensmittelverschwendung, das größte Verbrechen passiert gar nicht auf unseren Tellern oder nach unseren Tellern, sondern auf den Äckern und dann bei dem Verkauf auf den Großmärkten und dann den Supermärkten. Aber dennoch sind Veranstaltungen einfach große, großskalierte Konzepte, wo auch viel weggeschmissen wird. Also sei es eben das Einweggeschirr oder Papier und eben auch Essen, weil ein leeres Buffet jeder Veranstalter nicht sehen möchte. Und dann wird meistens mehr Essen produziert, als gegessen wird. Und das wird dann meistens weggeschmissen. Deswegen gut planen, wie viele Leute kommen, wie viel essen sie und aushalten, dass vielleicht dann ein Gericht mal alle ist. Und vor allen Dingen, es gibt die Option, auch in der Einladung zu sagen, dass jeder Tupperware mitbringen kann, um das Buffet dann abzuräumen. Manchmal sind, oder oft sind Veranstaltungen ja auch am Freitag oder Samstagabend, gerade bei Hochzeiten. Und da findet es jeder Gast, glaube ich, ziemlich cool, wenn er in der Tupperware noch Essen hat und am nächsten Tag nicht kochen muss oder so. Also das wäre eine relativ kleine Geste und mit einem relativ großen Effekt. Und man kann natürlich auch spenden. Also die Berliner Tafel hört ab, je nachdem, wie groß die Veranstaltung ist. Aber das ist auf jeden Fall auch ein Gedanke wert. Ja, mein Lieblingsthema, Strohhalme, wenn wir beim Trinken sind. Wir waren ja schon bei Einweggeschirr und Strohhalm gehörte so ein bisschen mit rein, aber Strohhalme mieten, ich glaube, den Service gibt es noch nicht. Strohhalme sind wirklich ein riesen, riesen Umweltsünde und inzwischen gibt es Alternativen aus Glas. Ich scheitere gerade so ein bisschen daran, weil ich nicht weiß, wie ich diesen Glasstrohhalm, den ich habe, transportieren soll. Und oft sitze ich im Café und vergesse, dass es Leute gibt, die Rhabarbersaftschorle mit einem Strohhalm servieren, wo ich mir denke, das hätte ich auch so hinbekommen. Und dann ist es zu spät, aus hygienischen Gründen kann man es nicht wieder zurückgeben. Das ist schade, aber Veranstaltungen kann man sich Gedanken machen. Gibt es wirklich krasse Cocktails, die mit Strohhalm serviert werden müssen? Können wir Glasstrohhalme kaufen, mieten, uns leihen? Gibt es Strohhalme aus? Ich glaube, inzwischen gibt es welche aus Apfelresten. Also ganz verrückte, also es gibt ganz verrückte recycelte Strohhalme, die ihren Sinn und Zweck auch erfüllen. Sie sind durchlässig und lassen geschmacksneutral Flüssigkeit durch. Genau. Und da würde ich mir auf jeden Fall vorher Gedanken machen. Auch wenn es klein erscheint, das ist wichtig. Oh, genau, und sonst Papierservietten verwenden. Ich weiß gar nicht, das hatte ich jetzt irgendwo gelesen, was die Alternative wäre. Dann sind wir beim Thema An- und Abfahrt. Auch wichtig, natürlich.
Wie gesagt, da kommt es auch auf die Skalierung drauf an, deswegen stocke ich gerade so ein bisschen. Es ist gut, die Gäste zu ermuntern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Da kommen wir dann auch, eigentlich springe ich jetzt ein bisschen zum nächsten Thema, beziehungsweise die zwei gehören etwas zusammen. Man muss natürlich dann auch den Ort der Veranstaltung so wählen, dass er eine Anbindung an das Netz des öffentlichen Verkehrs hat und auch die Zeit so wählen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel auch fahren und man da auch wieder gut wegkommt. Genau, das ist wichtig, deswegen öffentliche Verkehrsmittel. Wenn es einen, zum Beispiel, ich war jetzt neulich auf einem Ökobauernhof in Brandenburg, wo ich wahnsinnig gerne mal eine Feier machen würde. Und das ist wirklich nicht gut zu erreichen. Aber es ist alles ganz toll und die haben Bioessen und saisonal und regional und alles ist da super nachhaltig. Nur sie sind irgendwie im Nirgendwo, was natürlich auch der Charme ist. In diesem Fall könnte man Fahrgemeinschaften organisieren. Das ist ein bisschen aufwendig und es nervt, glaube ich, auch. Aber es gibt ja auch so Tools wie Doodle und so. Ich glaube, damit kann man bestimmt was retten oder vereinfachen, dass man eine Übersicht schafft, wer mit wem anreist, dass halt nicht jeder oder jedes Paar mit seinem Auto anreisen muss. Und genau, dass es einfach vermeidbar ist. Wenn viele Leute von überall herkommen und die Veranstaltung groß genug ist, kann man auch bei der Bahn ein Veranstaltungsticket buchen und es ist dann halt eine Art Festpreis und ich glaube, man kauft ein Kontingent oder man bucht ein Kontingent und dann können die Gäste das über einen Link, den man bekommt, kaufen. Und das ist ziemlich toll und ich werde euch den Link auch unten nochmal rein kopieren, dann könnt ihr euch das anschauen. Das wäre es bei An- und Abfahrt. Also einfach schauen, dass öffentliche Verkehrsmittel genutzt werden können. Der Heldenmarkt hat das ganz toll gemacht. Das werde ich, glaube ich, euch vielleicht auch verlinken. Die haben halt gesagt, so, das ist die Anfahrtsskizze für öffentliche Verkehrsmittel. Wer Berliner ist, gibt es eine App für die Planung, wie ihr mit dem Fahrrad zu uns kommt. Und wenn es wirklich sein muss und ihr das Auto nehmt, dann macht es doch bitte so und so. Genau. Orte, also bin ich ja gerade drauf eingegangen, am besten einen Ort wählen, der zu erreichen ist, also leicht für alle zu erreichen ist. Wenn es denn nicht möglich ist, dann eben Fahrgemeinschaften oder ein Bündeln. Es kommt auf das Format drauf an. Also ich hatte jetzt bei dem Leitfaden vom Umweltbundesamt gelesen, dass es natürlich total gut ist, wenn man Videotechnik bereitstellt oder es irgendwie möglich macht, wenn Gäste, die weiter weg anreisen müssen, virtuell teilnehmen können. Ich stelle mir jetzt aber natürlich vor, bei Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten ist das vielleicht nicht so eine gute Option zu sagen, Omi, du kannst auch virtuell mitmachen. Wir filmen das hier alles. Und dann freust du dich ja auch. Wenn Omi gar nicht mehr aufstehen kann, ist das bestimmt total gut für Omi. Aber ich glaube, das sind halt so Formate, da möchte man alle Leute vor Ort haben. Aber klar, für sowas wie die Jahrestagung des Rates für nachhaltige Entwicklung, wo ich mich auch ein bisschen umgeschaut habe, ist es total gut, dann kann man alles verfolgen und muss eben nicht anreisen, wenn man das nicht möchte. Genau, dann die Zeiten, das sagte ich schon, so wählen, dass Leute auch wieder wegkommen, dass sie eben nicht mit dem Auto fahren müssen. Und dann gab es noch mal eine ziemlich lange Liste, auch vom Rat für nachhaltige Entwicklung und dem Umweltbundesamt. Das hatte ich mir, glaube ich, hier überhaupt gar nicht notiert. Okay, genau, auf der Seite vom Rat für nachhaltige Entwicklung, die eben ihre Jahrestagung einmal im Jahr veranstalten, die haben eben geschrieben, dass sie sehr darauf achten, dass der Ort Grünstrom hat, energiesparende Technik, das Papier, was am Ort verwendet wird, FSC-zertifiziert ist, dass die Toiletten wassersparend funktionieren. Dass ich glaube, so die Gebäude isoliert sind. Also, es waren wahnsinnig hohe Ansprüche. Das fand ich sehr, sehr spannend. Genau, das ist natürlich für Großveranstaltungen dann interessant. Ich glaube, auf solche Dinge, gerade wenn man zum Beispiel heiratet und überhaupt froh ist, einen Ort zu finden, kann man vielleicht nicht auf all das
Auf all das achten, ich stelle mir es gerade vor, zwei Freundinnen sitzen zusammen und die eine fragt, na, und habt ihr den Ort bekommen? Und dann sagt die andere, nee, also die Toiletten waren nicht wassersparend genug, das konnten wir dann einfach nicht machen. Ich glaube, das kommt dann, wie gesagt, immer auf die Situation drauf an, aber es sind Aspekte. Wenn ihr die Wahl habt zwischen zwei richtig tollen Orten und sie sind beide super grün und die einen sind besser isoliert als die anderen, dann könnt ihr euch ja, genau, fällt die Entscheidung total leicht. Genau, jetzt will ich noch auf weitere kleine oder sonstiges eingehen. Kurze Anfahrtswege für Dienstleister, hatte ich ja schon gesagt, das ist gut, dann müssen die nicht so weit fahren und der CO2-Ausstoß ist gering. Einladungsmanagement, auch spannend. Also da scheinen sich ja so ein bisschen die Geister. Es ist gut, natürlich eher elektronisch einzuladen als mit viel Papier. Das stimmt total. Es kommt, glaube ich, aber auch auf das Ausmaß drauf an, weil elektronisch ist jetzt nicht per se immer besser. Es ist gut, aber natürlich auch Daten, die elektronisch versendet werden, müssen irgendwo gelagert werden und brauchen Strom und diese Server stehen irgendwo und der Strom muss auch irgendwo herkommen und da kommt es eben auch auf das Format drauf an. Hat man eben zum Beispiel der Nachhaltigkeitsrat, also der Rat für nachhaltige Entwicklung macht das ganz gut. Die verweisen wirklich nur mit einem Link auf ihre Webseite, die eh schon da ist. Und da sind dann alle Informationen. Also sie hängen jetzt kein riesen PDF ran, was sie an 50.000 Leute schicken. Das wäre meiner Ansicht nach, das ist jetzt aber auch Gefühl und nicht auf Fakten basiert, eher nicht so nachhaltig. Aber ja, es kommt immer darauf an. Ich hatte eben auch schon mal Hochzeitsanladungen gesehen, die haben extra eine Webseite dafür gebaut. Wie gesagt, da denke ich mir so, eine Webseite für eine Hochzeit ist natürlich jetzt auch nicht so riesig und vielleicht ist es dann wirklich besser, als super viel Papier zu drucken. Das kann ich eben nicht sagen, aber elektronisch ist auf einer gewissen Ebene besser. Es kommt halt nur aufs Ausmaß drauf an, weil auch die Daten, selbst wenn wir sie nicht sehen, die Daten nicht sehen, beziehungsweise die Server nicht sehen, die Server müssen irgendwo stehen und da wird gerade auch immer mehr Boden versiegelt und immer mehr abgeholzt und Fläche genutzt, um den Serverlandschaften Raum zu bieten und das vergessen ganz viele immer, wenn sie sagen, Papier ist böse, elektronisch ist besser. Es ist halt nicht immer der Fall. Gastgeschenke, auch super spannend. Ich hatte es ja gerade schon mal gezeigt. Deko zu verschenken am Ende des Abends ist nett und super nachhaltig. Gerade bei Konferenzen gibt es ja dann ganz viel Stifte und Aufkleber und Kram. Und da muss man schauen, je weniger, desto besser. Also da muss man wirklich schauen, was braucht man wirklich, was ist gut. Ja, und ich glaube, der Rat für nachhaltige Entwicklung, den ich jetzt schon so oft zitiert habe, der verzichtet komplett auch auf Papierkommunikation, weil wie oft guckt man sich am Ende nochmal alles an. Aber ich glaube, das Programm gibt es schon auf Papier, aber sonst gibt es halt keinen Klimbim. Und eben bei Hochzeiten, wo Gastgeschenke gern gesehen sind, würde ich tatsächlich vorschlagen, Deko zu verschenken. Also oft, oder eine Freundin von mir, die geheiratet hat, hat auch Blumenzwiebeln verschenkt, was ich total schön fand. Da hat man eben noch was von. Genau. Und auch die sozialen Aspekte sind ein wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt, also Barrierefreiheit. Können alle wirklich auch teilnehmen, die wollen? Ist das Gelände zugänglich? Genau, je nachdem, beim Rat für nachhaltige Entwicklung, ich glaube, da gab es keine Gebärdensprache oder doch? Ich glaube, sie hatten tatsächlich auch für Gebärdensprache Dolmetscher vor Ort. Also da wurde an viel gedacht. Und je nachdem, wer die Zielgruppe ist, sage ich mal, sollte man das auf jeden Fall ja, be beachten. Und das Letzte, was ich mir gar nicht aufgeschrieben hatte, aber was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, noch zu sagen, sind auch diese Namensschildchen. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon habt. Ich hatte neulich wieder eins rum. Genau. Von der Next Organic in Berlin habe ich wieder so ein bekommen und wieder ein und es wurde wieder gedruckt und so.
Und jetzt liegt es hier rum und ich weiß nicht, wofür ich den 500.000. Schlüsselanhängerbund brauche. Und eigentlich hatte ich mir vorgenommen, das ist wie mit dem Strohhalm, man nimmt sich das vor und wenn man schnell los muss, denkt man nicht dran. Mir vorgenommen, meinen anderen Schlüssel, also mein anderes Band, was ich auch habe, oder die 5.000 anderen Bände, die ich habe, mitzunehmen und mir halt meine Visitenkarte umzuschnallen. Und natürlich ist da nicht im tollen CI von der Veranstaltung, aber ganz im Ernst, so viel Namensschilder, die gedruckt werden. Und oft ist die No-Show-Rate, wie man im Neudeutsch so schön sagt, dann doch relativ hoch, bei 30%, glaube ich. Und dann hat man ganz viel gedruckt und wofür. Und ich fand es ganz schön bei Green Bus Berlin. Das ist ein kleineres Veranstaltungsformat, auch ganz, ganz toll. Die haben so Umhänger, wo ich glaube, es ist eine Folie drüber und da kann man mit einem abwaschbaren Stift halt seinen Namen rausschreiben und sagen, wofür man sich interessiert und wer man so ist. Das ist von der Idee super klasse, weil sie es dann immer wieder einsammeln und klar, nach einer Zeit muss man es besonders gut abwaschen, dass es wirklich dann neu, wie neu aussieht, aber das ist eine super Idee. Ich mag es nicht ganz so gerne einfach so vom Format, weil es ist halt wirklich so ein Riesen. Naja, Riesen nicht, aber so ein A5-Ding, was man dann so umhängen hat. Und dann fühlt man sich so ein bisschen wie die kleinen Kinder, die das erste Mal allein im Flieger reisen, aber noch minderjährig sind und dann so einen Riesenzettel umhängen haben, wer sie sind und wo sie hinwollen. Aber das ist, ist ein anderer Aspekt. Nachhaltiger ist das auf jeden Fall, wenn man sich sein Name-Tag oder sein Namensschild selber malen kann. Ist auch viel kreativer. Ich glaube, es gibt ein paar Leute, die zeichnen dann ganz lustige Sachen oder schreiben lustige Sachen drauf. Das ist auch nochmal so eine Sache, wenn ihr eine Veranstaltung mit Namensschilder habt. Genau. Ich habe bestimmt ein paar Aspekte vergessen. Ich hoffe aber, das Gröbste habe ich abgedeckt. Wenn ich was vergessen habe, kommentiert gerne. Tschüss!